Im Prinzip kann man sagen, während des Krieges ist mein Ministerium, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, eine Art Außenstelle des ukrainischen Ministeriums. Wir haben jetzt kurzfristig möglich gemacht, dass wir an der Grenze zu Rumänien 500.000 Euro einsetzen, um dort ein Labor zu errichten, damit die Alternativrouten über Rumänien gestärkt werden. 5 Millionen Euro stellen wir zur Verfügung für Tiergesundheit in der Ukraine. Guten Morgen, hört zu mir. Auch ich freue mich, dass Sie aus der Ukraine heil wieder zurückgekommen sind. Und ich wollte Ihnen mal mein Lob aussprechen, dass Sie sich so sehr um diese ukrainischen Landwirte kümmern. Das ist auch vollkommen wichtig, auch gerade für die Ernährung der Welt. Aber haben Sie den Ukrainern, und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, auch vorgeschlagen, dass sie dort auch 10% der Flächen stilllegen sollen, 30% auf Bio umstellen sollen, auf 50% der Pflanzenschutzmittel verzichten sollen? Ich frage nur, weil Klimaschutz und Artenschutz kann ja nicht an der Landesgrenze enden. Und ich meine, wir sind ja noch hier kleinbäulich strukturiert. Sieht man hier wunderbar an den kleinen Schlägen, die wir haben. Hier vorne nochmal Kartoffeln, Brache, Gerste, Weizen, Raps, alles hier. Aber wir sollen das ja hier nicht mehr so machen. Also erklären Sie doch mal uns Landwirten jetzt wirklich, wo dann da der Unterschied gemacht wird. Und warum wird dann da so viel Geld reingepumpt, wobei wir hier ja gar nicht in der Lage sind, das umzusetzen, was sie wollen. Sei es jetzt Tierwohl, Sie wissen genau, da fehlen 3 bis 4 Milliarden jedes Jahr, um das umzusetzen. Warum gilt das immer nur für deutsche Landwirte? Warum wird in der Ukraine mit anderen Maßstäben gemessen als bei uns? Ernst gemeinte Frage.